Hallo, im letzten Video hatte ich euch einen sehr schnellen Sinus-Cosinus-Generator-Algorithmus vorgestellt. Der hatte aber den Nachteil, dass bei größeren Schrittweiten der Phasenwinkel zwischen Sinus und Cosinus nicht mehr 90 Grad war. Wie man diesen Code nun erweitern muss, damit die 90 Grad auch bei größeren Schrittweiten eingehalten werden, das gibt's nach dem Intro. Das heutige Video baut auf das letzte Video auf. Wer das noch nicht gesehen hatte, sollte jetzt das Video anhalten und zunächst einmal das Video 017.de ansehen. Mit der heutigen Erweiterung werden wir dafür sorgen, dass auch bei größeren Schrittweiten die Phasenverschiebung bei 90 Grad bleibt. Wie ihr nun sehen könnt, liegen nun beide Kurven, sinfast und cosfast, die mit dem schnellen Algorithmus berechnet wurden, nahezu identisch auf den Originalkurven für Sinus und Cosinus. Wir benötigen weiterhin keine Tabelle und auch keine Fließkomma-Operationen. Es wird lediglich zusätzlich eine Schiebeoperation und eine Addition benötigt. Damit hat unser Algorithmus jetzt drei Schiebeoperationen, zwei Additionen und eine Subtraktion. Zunächst werden wir uns den Phasenfehler aus dem letzten Video genauer ansehen und dann von einer grundlegenden Idee zum erweiterten Programmcode kommen. Anschließend werde ich die Daten aus dem erweiterten Programmcode mit den Fließkomma-Funktionen für Sinus und Cosinus vergleichen und das Video mit ein paar Schlussbemerkungen abschließen. Bei einem Init-Cosinus von 120 und einem Shift von 2 haben wir 25 Schritte pro Umdrehung. Das bedeutet 360 Grad durch 25 Schritte, dass die Schrittweite 14,4 Grad ist. Und wir haben einen Phasenfehler von ungefähr 7,3 Grad. Das ist so ganz grob die Hälfte. Bei einem Init-Cosinus von 124 und einem Shift von 3 haben wir 50 Schritte pro Zyklus. 360 Grad durch 50 gibt 7,2 Grad. Auch hier ist wieder der Phasenfehler etwa die Hälfte. Und schließlich bei Init-Cosinus 126 und Shift 4 haben wir 102 Schritte pro Umdrehung. Das gibt 360 Grad durch 102 sind 3,5 Grad und auch hier ist wieder diese 1,8 Grad etwa die Hälfte von den 3,5 Grad. Und nun zur grundlegenden Idee. Wie wir gesehen haben, hängt der Cosinus immer eine halbe Schrittweite dem Sinus hinterher. Wir können den Cosinus nicht beschleunigen, aber aus den Daten, die wir haben, können wir einen Sinus berechnen, der ebenfalls eine halbe Schrittweite hinterherhinkt und damit passen Sinus und Cosinus wieder zusammen. Wenn die Schrittweite nicht zu groß ist, dann kann man sagen, der Sinus von der halben Schrittweite ist ungefähr der Mittelwert aus dem Sinus des vorhergehenden Schritts und dem Sinus des aktuellen Schritts. Hier nochmal der Programmcode vom letzten Video. Wir müssen nun den Sinus von dem vorhergehenden Schritt und den aktuellen unterscheiden können. Für den vorhergehenden Schritt haben wir die Variable Sinus alt und für den aktuellen Schritt die Variable Sinus neu. Bevor wir einen Rechenschritt durchführen, speichern wir den aktuellen Wert in Sinus alt. Jetzt führen wir einen Rechenschritt aus. Cosinus ist gleich Cosinus minus Faktor mal Sinus neu. Sinus neu ist gleich Sinus neu plus Faktor mal Cosinus. Und in einem letzten Schritt bilden wir den Mittelwert aus Sinus alt und Sinus neu. Also Sinus ist Sinus alt plus Sinus neu geteilt durch 2. Nun zur Simulation in der Tabellenkalkulation. Wir haben hier unseren Faktor, der steht für einen Schrittwinkel von 22,5 Grad. Hier die Formel wie beim letzten Mal zur Berechnung des Sinus und Cosinus. Hier die Mittelwertbildung, um den Sinus um einen halben Schritt nach hinten zu versetzen. Hier unser Startwert für den Cosinus. Hier der Startwert für den Sinus. Hier die Rechenformel für die weiteren Schritte des Cosinus.
hier die Rechenformel für die weiteren Schritte des Sinus und hier die Rechenformel für die Mittelwertbildung, um den Sinus um einen halben Schritt nach hinten zu schieben. Und wir sehen, dass trotz des großen Schrittwinkels wir auf einer schönen Kreisbahn fahren und dass der Winkel zwischen Sinus und Cosinus 90 Grad beträgt. Ich wähle jetzt andere Werte, 0,3, 1 Viertel, 1 Achtel, 1 Sechzehntel. Und in allen Fällen bleiben wir hier immer schön auf der Kreisbahn und der Winkel zwischen Sinus und Cosinus ist immer 90 Grad. In C sieht der für 90 Grad optimierte Code wie folgt aus. Sinus alt ist Sinus neu, Cosinus ist gleich Cosinus minus Sinus neu um Shift nach rechts geschoben, Sinus neu ist gleich Sinus neu plus Cosinus um Shift nach rechts geschoben. Und Sinus ist gleich Sinus alt plus Sinus neu um eine Stelle nach rechts geschoben. Wie beim letzten Mal packe ich euch wieder den Quellcode in die Videobeschreibung und ihr müsst wieder dran denken, in den Zeilen hier die Größer-Kleiner-Zeichen, in den Zeilen hier die Größer-Kleiner-Zeichen und in den Zeilen hier die Shift-Operation und hier die Shift-Operation zu ersetzen, weil die Videobeschreibung die Größer-Kleiner-Zeichen nicht annimmt. Ich werde nur das Hauptprogramm hier beschreiben. Wer den Rest sehen will, kann sich ja das Video 017.de ansehen, wo das im Detail beschrieben wird. Wir haben hier vier 8-Bit-Variablen mit Vorzeichen. Einmal für den Sinus-Mittelwert, einmal für den letzten Sinuswert, einmal für den aktuellen Sinuswert und einmal für den aktuellen Cosinuswert. Dieser wird mit init Cosinus vorbelegt. Dann haben wir wieder die zwei Print-Line-Anweisungen, um bei der Monitorausgabe etwas Platz zu den vorhergehenden Ausgaben zu schaffen. Und hier ist die Hauptschleife. Zunächst speichern wir den aktuellen Wert in der Variablen Sinus alt, rechnen mit den aktuellen Werten eine Schrittweite weiter und berechnen dann den Mittelwert Sinus alt plus Sinus neu um eine Stelle nach rechts verschoben und speichern es in Sinus, um einen Sinus mit einer halben Schrittweite nach hinten versetzt zu erhalten. Schließlich geben wir dann die Werte aus. Die Schleife läuft so lange, bis wir wieder bei init Cosinus für Cosinus und 0 für Sinus neu angekommen sind. Nach der Schleife führen wir noch einen Schritt aus und geben diesen aus und stoppen das Programm mit einer Endlosschleife. Ich werde das Programm jetzt starten und einen Zyklus ausführen. Ich lade es hoch. Und wir sehen jetzt schön hier in grün unseren Sinus und in orange unseren Cosinus. Nun baue ich die Schleifenbedingung so um, dass die Schleife endlos läuft. Dazu setze ich hier wieder die 1 rein und ein kleines Delay für die Ausgabe. Und jetzt läuft die Schleife endlos. Und wenn ich andere Werte wähle, ich nehme jetzt hier 126, Shift 4 und Offset minus 7, dann sehen wir das mit einer anderen Abtastrate. Jetzt beträgt eine Schwingung 102 Schritte. Und jetzt vergleichen wir wieder unsere Ausgabe des schnellen Sinus- und Cosinus-Generator mit den richtigen Sinus- und Cosinus-Funktionen. Bei init Cosinus 120, Shift 2 und 25 Stützpunkten sehen wir das gleiche Raster wie bei den Originalfunktionen.
sind nur minimalste Unterschiede zu erkennen. Bei Init Cosinus 124 und Shift 3 und 50 Stützpunkten sieht das Ergebnis noch viel besser aus. Hier der Sinus und der Cosinus. Es ist keine Phasenverschiebung sichtbar. Auch mit Init Cosinus 126 und Shift 4, also 102 Stützpunkten, wieder sehr gute Ergebnisse, sowohl beim Sinus als auch beim Cosinus. Und schließlich mit Init Cosinus 126, Shift 5 und 212 Schritten pro Umdrehung. Auch hier ist wieder die Phasenverschiebung sehr gut, also genau 90 Grad. Aber wie auch beim letzten Mal sehen wir, dass wegen dem Shift 5 wir hier geraden Stückchen mit unterschiedlichen kleinen Steigungen bekommen, was zu einer deutlich sichtbaren Abweichung gegenüber der Original-Sinus- und Cosinus-Funktion führt. Zusammenfassend können wir nun sagen, dass diese kleine Erweiterung von einer zusätzlichen Shift-Operation und einer zusätzlichen Addition einen nahezu idealen Sinus-Cosinus-Generator liefert, bei dem auch der Phasenwinkel bei größeren Schrittweiten mit 90 Grad erhalten bleibt. Somit haben wir auch eine effiziente Lösung für alle Anwendungen, bei denen der 90-Grad-Winkel zwischen Sinus und Cosinus von besonderer Bedeutung ist. Für alle anderen Anwendungen empfiehlt sich der noch einfachere Sinus-Cosinus-Generator aus dem Video 017.de. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert noch die Glocke. Bis demnächst auf meinem Kanal. Ciao!